Hallo, ich bin's wieder, der Louis. Ach, siehst du, diesmal habe ich mich gar nicht versprochen. Ja, ich weiß, da ihr alle im Homeoffice seid, dass es da zu Hause manchmal stressig ist. Und genau darum geht es heute. Wenn man sich nämlich mal mit der Familie streitet und wenn man einen schlechten Tag hat, wie das dann ausgeht und was man dabei denkt. Und dazu habe ich für euch heute ein Gedicht und das heißt Ein schlechter Tag. Was ist das, was da in meinem Körper umhermarschiert? Und was ist das, was vor allem unermüdlich meine Leber passiert? Ach, jetzt fällt's mir wieder ein. Es kann nur einer sein. Es ist der Laus, der mir schon so oft über die Leber lief. Denn heute läuft mal wieder alles schief. Ja, und dann habe ich noch ein Gedicht von Heinz Erhardt, aber jetzt nicht vom Heinz Erhardt als meine Person, sondern wirklich vom in Anführungszeichen originalen Heinz Erhardt, was ich heute gelesen habe. Und das gefiel mir sehr gut und passt auch ein bisschen dazu mit der Leber. Und zwar geht das so. Weil wir doch am Leben kleben, muss man abends einen heben, denn so ein Virus ist geschockt, wenn man ihn mit Whisky blockt. Auch gegorener Rebensaft einen gesunden Körper schafft. Und das Bier in großen Mengen wird den Virus arg versengen. Wodka, Rum und Aquavit halten Herz und Lunge fit. Calvados und auch der Krabber helfen Mutti und dem Papa. Ich will hier nicht für Trinksucht werben, aber nüchtern will ich auch nicht sterben, nicht? Was bin ich wieder für ein Schelm heute, nicht? Ja, nun, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Heute war es mal ein bisschen anders, weil es vom Heinz Erhardt, vom echten mal was dabei war. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen hoch oder teilt es oder schreibt einen Kommentar. Oder, wer es noch nicht gemacht hat, klickt bitte auf Abonnieren, denn das Abonnieren auf YouTube ist immer kostenlos. Dankeschön.